Kinder draußen, vor ein paar Tagen oder Wochen habe ich euch mal gezeigt, wie man so ein Buch gestalten kann, so ein Notizbuch. Und heute wollte ich euch mal zeigen, dass man mit dieser gleichen Methode natürlich auch auf Leinwand arbeiten kann. Und ich hoffe, es interessiert euch. Schaut einfach mal zu. Das geht auf Leinwand genauso wie auf Büchern. Viel Spaß! Um euch jetzt so ein Bild zu gestalten, wie ich euch gerade gezeigt habe, braucht ihr erstmal ein paar kleine Sachen. Das ist eigentlich nicht viel, was man benötigt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Modellierpaste, Acryl-Modellierpaste von Thomas Philips. Da spachtel ich meine Schablonen mit auf. Ich habe mir ein paar ausgesucht, die mir jetzt zu dem Thema gefallen. Da gibt es ja so viele verschiedene Sorten. Also ich habe da jetzt einfach mal ein paar wahllos, was heißt wahllos, die zusammenpassen, habe ich mir rausgesucht, nicht wahllos. Und die werde ich darauf jetzt irgendwie verarbeiten dann. Dann braucht ihr natürlich noch eine Farbe. Ich habe jetzt eine Acrylfarbe von Deka. Da habe ich jetzt die Color Matt wieder gewählt. Und mit diesen verschiedenen Farbtönen wird dann auf der Leinwand nachher gespielt. Wir fangen erstmal an mit dem Untergerüst für das Bild mit den Schablonen. Gemalt wird natürlich auf eine Leinwand. Mein Mann hat mich gerade darauf hingewiesen, ja, was nimmst du jetzt eigentlich als Untergrund? Ich habe so eine Leinwand gekauft bei Lidl, die ganze Set für ein paar Euro bloß. Und ganz zum Schluss diese Embellies, die dann noch ganz wichtig sind, um das Bild eben zu vervollkommnen. So, dann sucht ihr euch eine Stelle aus, wo ihr anfangen wollt und spachtelt einfach die Schablone auf eure Leinwand auf. Übertragt also alles, was auf der Schablone ist, auf die Leinwand. Das werden dann nachher so kleiner habende Stellen und das wollen wir haben. So übertragt ihr dann jetzt nach und nach alle Schablonen, die ihr darauf verarbeiten wollt, euch gedacht habt. Und bis das Bild eben voll ist, so wie ihr das gestalten wollt, voll. Muss ja nicht unbedingt voll sein, aber eben so viel drauf, wie ihr haben wolltet. Mein Bild habe ich jetzt erstmal so weit fertig gespachtelt, dass ich denke, also für mich reicht es so aus, ich lasse es so. Und dann könnt ihr anfangen, noch Embellies drauf zu kleben. Ich hatte mir hier schon ein paar bereitgelegt und die werde ich mir jetzt hier so positionieren, wie ich es gerne hätte. Hier oben sollen ein paar Schmetterlinge erscheinen, die hier flattern. Und so klebe ich das dann erstmal fest, wie ich mir das denke. Ihr könnt ja erstmal so im Zustand jetzt erstmal alles belegen und dann nachher festkleben. Könnt ihr ja später dann machen. Also erstmal dekorieren, so wie ihr es haben möchtet und dann festkleben. So, ich sortiere mir das jetzt erstmal alles. So sind jetzt meine Embellies so angeordnet, wie ich es gerne haben möchte. Also meine kleinen Verzierungen noch. Und jetzt werde ich es erstmal alles so festkleben und dann können wir mit dem Streichen beginnen. Wenn ihr dann alles auf dem Bild festgeklebt habt und das so einigermaßen getrocknet ist, könnt ihr auch schon mit dem eigentlichen Bemalen beginnen. Ich habe mir jetzt einfach verschiedene Farbtöne in so eine Mischschale getan, in so eine Malerschale, keine Künstlerschale. Und da könnt ihr jetzt nach Lust und Laune einfach die Farben mischen. Kreuz und quer. Kreuz und quer, macht es. Nehmt ein bisschen braun, ein bisschen grün, ein bisschen rot, das ist völlig egal. Das wird eine ganz tolle Mischung nachher und gibt dem Bild ein ganz spezielles Aussehen. Also es ist nicht ganz blau, es ist nicht ganz grün und die Schattierungen machen das Bild total interessant, finde ich immer. Dass die Farben sich einfach so miteinander vermischen, kombinieren. Also fangt an irgendeiner Stelle an und bemalt einfach das Bild. Ganz wie ihr wollt. Können ruhig die Farben querbeet durcheinander sein. So, und dann zeigen wir euch gleich, wie es fertig aussieht. Ja, das dauert jetzt natürlich erstmal eine Weile, weil ja ein Riesenbild diesmal ist. Und nicht bloß ein kleines Buch oder sowas. Dauert ein bisschen, aber ihr seht es ja gleich weiter. Mein Bild habe ich jetzt erstmal fertig bemalt. Bei mir ist es jetzt so ganz doll, naja, ganz doll bunt geworden.
jedenfalls nicht einfarbig. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, es auch in einer Farbe einfach überstreichen. Sieht nachher auch toll aus. Ist ja ganz jedem selber überlassen, welche Farben er wählt oder so. Und jetzt kommt zum Schluss, nachdem die Farbe jetzt wieder getrocknet ist, das Finish. Und das finde ich immer das Schönste an dem Ganzen, an dieser ganzen Technik jetzt hier, wenn man jetzt eine Metallic-Farbe, also ihr könntet jetzt theoretisch weiß nehmen und mit weiß drüber wischen. Würde auch gehen, oder gelb oder rot, dass man mit einer einheitlichen Farbe drüber wischt. Ich bin jetzt, weil es ja hier bei um Steampunk so gehen soll, bin ich immer auf Silber oder Bronze oder Gold, aber im Moment gern mit Silber am Arbeiten. Und dann kommen die Sachen, die wir am Anfang gespachtelt haben oder die Embellies, die wir jetzt hier verarbeitet haben, kommen jetzt natürlich wieder super zur Geltung. Und das ganze Bild sieht dann nachher metallisch aus, als wenn es genietet worden ist. Oder soll ja metallisch aussehen. Und diese kleinen Schablonen, die ich hiermit verarbeitet habe, hier sind so zum Beispiel so Nietpunkte oder manchmal habe ich hier auch irgendwo Schräubchen. Hier sind so kleine Schräubchen. Und dann sieht das ganze Bild aus wie aus Metall gemacht. So mache ich jetzt mein ganzes Bild erstmal fertig. So, nach und nach bekommt denn jetzt das Bild seine Struktur und ich finde es eine tolle Variante, um ein Bild zu gestalten. Von Malen an sich habe ich ja überhaupt keinen blassen Schimmer. Malen kann ich nicht, bin eher so ein Grobmotoriker und dafür finde ich immer toll, gibt es ja diese tollen Schablonen in allen möglichen Ausführungen. Man muss halt nur die Schablonen finden, die man gerne benutzen möchte oder die Formen oder ja, Motive eben, die man gerade sucht. Und dann kann man für sich auch ein Bild gestalten, auch wenn man auch gar keine Ahnung vom Malen hat. Man muss bloß halt mal eine Technik finden, die diese Art zu malen ein bisschen unterstreicht. Und ich glaube, die habe ich für mich jetzt hier erstmal gefunden. So, mein Bild ist dann jetzt fertig. Mal sehen, wo ich es hinhänge. Ich denke, es ist geworden. Also probiert es ruhig mal aus. Es macht Spaß. Ist mal eine ganz andere Variante, ein Bild zu gestalten. Und ich hoffe, ich konnte euch mal wieder was zeigen, was Neues, was noch kein anderer gemacht hat. Und wir sehen uns.